Ja, willkommen zurück zu Lufia für das Super Nintendo und ich bin jetzt hier auf der Spitze des Ahnenturms. Wir haben gegen Gardes gekämpft, haben gegen ihn gewonnen, doch er hat jetzt einen Joker, er hat uns hier eingesperrt. Alle anderen Teammitglieder konnten entkommen, nur Maxim ist hier noch. Das heißt, wir müssen dieses Siegel hier brechen, ansonsten wird die Hobo-Insel untergehen und ja, wir schauen erstmal. Oh nein. Nee. Alleine gegen diese Viecher? Nee. No way. Ja, das ist ein Schild, was steht da drauf? Das ist keine Mär. Pfeile stechen die blauen Seher. Ah ja, das ist wieder so ein Hinweisschild. Das gleiche machen, damit die Tür aufgeht. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Ah, da bin ich, da soll ich noch nicht hin. Okay, dann weiß ich, also die linke Treppe führt mich also dorthin, wo ich zuletzt hin muss. Okay. Das heißt, ich muss also erstmal in eine der anderen Treppen gehen. Ich glaube, da brauche ich kein Schild lesen. Ich glaube, bei den Roten ist das so, dass da eine Bombe hilft. Und ja, ich hatte recht. So. Obwohl, eigentlich. Na, speichern, na, das will ich hier jetzt nicht. Okay, also den Roten haben wir schon mal zerstört. Und dann ist der Blaue hier oben. Für den wir Pfeile brauchen. Steht nämlich auch hier. Die Roten ganz schnell liegen, wenn Bomben um die Ohren fliegen. So. Hier will ich ganz vorsichtig sein, denn ich habe ja schon einige Probleme gegen diese Gegner gehabt, als ich mit Guy und Deka gegen sie gekämpft hatte. So. Moment. Hier brauche ich jetzt Pfeile. Oder ein Pfeil, eher gesagt. Das reicht schon aus. So. Okay, träumen. Ich glaube, irgendwo ist noch was zu finden. Ein Schatz noch. Da, genau. So, hier müssen wir ganz vorsichtig sein. Oh. Zauberbikini gefunden. Ja, das ist doch bestimmt was für Seelan oder Tia. Den sind wir schon mal vorbeigekommen. So, jetzt müssen wir nur noch. So. Nur noch jetzt die linke Treppe hier betreten. Da, wo wir ja schon in den Außenbereich kamen. Okay, so. Ah, das nochmal hier, so. Und hier auch nochmal. Weil sonst geht die Tür ja nicht auf. Okay. Und jetzt kommen wir hier zu dem Schalter hier. Ich habe es geschafft. Ich wusste nicht, dass es so etwas in diesem Turm gibt. Und Maxim ist auf eine Falle reingefallen, die ihm das Leben kostet. Wäre ihr es nicht gewesen? Ist das Pandoria? Wie bin ich hierher gekommen? Maxim. Was? Oh, Seelan. Ich nehme an, in Pandoria ist alles in Ordnung? Ja. Sind alle wohlauf? Ja, die Leute in der Stadt, Guy, Deka und Tia, einfach alle sind wohlauf. Ja, Maxim hat
den Untergang dieser Insel abgewendet, indem er das Siegel im Turm brach. Das ist gut. Ich verdanke dir alles. Nein, das ist nicht wahr. Alleine hätte ich das nie geschafft. Das kann schon sein, aber du bist trotzdem etwas ganz Besonderes. Aha, du vertraust mir nun endlich. Nein. Immer noch nicht? WTF? Immer noch nicht? Das fragt er sich auch. Naja, vielleicht doch. Ja, vielleicht, aber nur, aber nicht hundertprozentig, oder wie? Selan. Maxim, ich bin so, es ist so schön, dich wiederzusehen. Was ist los? Ich wusste, du würdest wiederkommen. Ich bin einfach überglücklich. Das ist kein Grund, sentimental zu werden. Du bist hier, endlich hier, und du wirst nicht wieder gehen, oder? Weinst du etwa, Selan? Du hast doch gesagt, Mädchen soll nicht immer weinen. Ist schon gut, kleines Mädchen. Manchmal muss man eben doch weinen. Und Tia ist sich bewusst, dass sie keine Chance hat, Maxims Herz zu erobern. Denn es ist klar, dass Maxims Herz schon Selan gehört. Geht's dir wieder gut? Ich dachte, du liebst Maxim. Ja, das tue ich. Aha. Ich wurde in meiner Kindheit immer gehänselt, weil ich oft weinen musste. Maxim hat mir immer geholfen. Er hat einmal gesagt, dass man mich hänselt, weil ich weine. Also habe ich aufgehört zu weinen und keiner hänselte mich mehr. Seitdem habe ich nicht mehr geweint und hätte es auch nicht gekonnt, wenn ich es gewollt hätte. Vielleicht kann ich nie wieder weinen. Unsinn. Warum sagst du das? Wenn du einen richtigen Grund hast, wirst auch du wieder weinen können. Maxim ist zwar ein netter Kerl, aber ihr beiden lebt in verschiedenen Welten, das weißt du auch, oder? Ja, ich weiß das schon seit langem. Ich habe im Turm etwas Wichtiges erkannt. Ich liebe Maxim, aber nicht den Krieger in ihm. Nicht den Krieger? Ja, ich könnte mit ihm als Krieger nicht leben. Einen Krieger zu lieben heißt lange Zeit auf ihn zu verzichten, wenn er in die Schlacht zieht. Selan könnte es, sie glaubt an ihn. Allein der Gedanke, dass Maxim im Kampf etwas zustoßen könnte, bringt mich schon fast um. Ich bin nicht stark genug, um diesen Zustand ertragen zu können. Ich liebe ihn und deshalb werde ich ihm sicher nicht im Weg stehen. Willst du dich nicht einmal mehr von ihm verabschieden? Nein, wenn ich ihn jetzt noch einmal sehe, werde ich bestimmt losheulen. Ich dachte, sie kann nicht mehr weinen. Naja, okay. Irgendwann wirst du wieder weinen. Deine Tränen sind doch nicht für immer vertrocknet. Danke, du hast mir sehr geholfen. Ich fühle mich jetzt schon etwas besser. Ich bin zwar ein großer Krieger, kann aber auch ein großartiger Zuhörer sein. Ja, du hast recht. Richte Maxim bitte aus, dass ich sicher noch den richtigen Mann finden werde. Glückwunsch, Selan. Du siehst zauberhaft aus. Selan, wirst du ihn wirklich heiraten? Hör auf zu heulen. Das ist der glücklichste Tag in ihrem Leben. Maxim ist erst seit einiger Zeit wieder hier. Die Hochzeit findet etwas überstürzt statt. Was ist mit deiner Freundin, Guy? Will sie dich nicht auch heiraten? Oh, da ist sie ja. Ja, aber Frauen verstehen den Abenteuerdrang eines Mannes nicht. Krieger brauchen keine Frauen. Denkst du das wirklich von uns Frauen, Guy? Jesse, was machst du denn hier? Ich schaue mir die Hochzeit an. Ich kann aber auch jederzeit wieder gehen, wenn es dir nicht passt. Nein, nein, ich habe nur ein wenig Spaß gemacht. Du weißt doch, dass ich dich brauche. Ja, sicher.
Ach komm, Jesse, ich hab doch nur einen kleinen Spaß gemacht. Das ist also ein richtiger Krieger? Ich glaube, so zeigt man, dass man sich mag. In deinem Hochzeitskleid siehst du wirklich bezaubernd aus. Danke, das ist lieb von dir. Kommandantin Selan, im Südflügel des Schlosses sind Dämonen eingedrungen. Wir brauchen dich. Also wirklich, siehst du denn nicht, dass wir hier eine Hochzeit feiern? Aber Selan, versteckst du denn nicht dein Schwert unter deinem Hochzeitskleid? Oh, du hast es also herausgefunden. Ich fühle mich einfach nicht wohl ohne Schwert. Du hast aber dein Schwert auch dabei, oder, Maxim? Naja, es ist halt ein Teil von mir. Bitte, Kommandantin. Ich denke, ich muss. Was meinst du, Maxim? Der Hochzeit fehlt es ein wenig an dramatischen Momenten, oder? Ja, genau. Hey, Maxim, warte auf mich. Ich komme mit. Ich habe nichts anderes erwartet, Guy. Maxim, Selan, ich gehe voraus und treffe euch später, okay? Warte, Guy. Sollen wir, Selan? Natürlich. Eigentlich dachte ich, dass mit dem Messer der Hochzeitskuchen angeschnitten wird. Wie schade. Ich hätte so gerne ein Stück gegessen. So sind die beiden halt. Ich schaue mal, ob ich ihnen ein wenig helfen kann. Es ist ihr Hochzeitstag. Keine Sorge, mit diesen Monstern werden sie spielend fertig. Solange kein Höllenfürst wie Gardes auftaucht. Dank Maxim, der sein Leben riskierte, um Gardes zu bekämpfen, haben wir wieder Frieden. Ja, Maxim ist schon ein toller Bursche. Das stimmt. Hallo, da bin ich wieder. Hallo. Hier riecht es aber lecker. Ja, ich habe etwas ausprobiert. Ehrlich, was ist es? Ich habe einen Blob in Olivenöl frittiert. So, und du meinst, man kann das essen? Woher soll ich das denn wissen? Hast du es denn nicht probiert? Nein, denn du wirst es probieren. Na, lecker. Es ist wirklich heiß. Ja, so ist der Sommer. Leider. Gehst du dieses Jahr ans Meer, Selan? Mal sehen. Maxim, gehen wir ans Meer? Ans Meer? Klingt gut. Selan hat einen neuen Badeanzug. Er besteht aus zwei Teilen und wenig Stoff. Man nennt es auch Bikini, ne? Moment mal, hat er nicht einen Zauberbikini gefunden? Ist vielleicht der? Zwei Teile? Ein wenig Stoff. So etwas ist nur für junge Frauen. Ich werde wieder meinen alten Badeanzug tragen. So alt bist du doch noch gar nicht, Selan. Ich gebe auf. Jetzt schon? Wir haben doch optimale Trainingsbedingungen. Kannst du nicht noch ein wenig? Ja, jawohl. Du bist stark wie immer, Selan. Ich habe aber seit meiner Hochzeit nicht mehr viel trainieren können. Stimmt's, Maxim? Wer rastet, der rostet, mein Schnuckelchen. Du bist wahrscheinlich der einzige Mann, der stark genug ist, um eine Frau wie Selan zu heiraten. Selan ist fabelhaft. Sie besitzt alle Eigenschaften einer wahren Traumfrau. Danke, du bist ein echter Schatz, Maxim. Hör auf, ich werde gleich rot. Wow, das nenne ich echte Schwertkunst. Die beiden geben ein tolles Paar ab. Der Winter ist nicht nur die beste Jahreszeit, sondern hat auch die beste Musik in diesem Spiel.
Nun sind wir schon seit fast einem Jahr verheiratet. Die Zeit fliegt nur so dahin. Ich weiß. Bist du glücklich, Selan? Aha. Liebst du mich noch? Das muss ich dir doch nicht erst sagen, oder? Doch. Du willst also wirklich, dass ich es sage? Ja, ich brauche das ab und zu. Selan, ich... Ja? Es ist ein Junge, Selan. Oh, mein Baby. Oh, sie hat ein Kind gekriegt. Selan. Schau, Maxim, es ist ein Junge und er sieht aus wie du. Das hast du gut gemacht, geradezu perfekt. Oh ja. Wir müssen ihm einen Namen geben. Wie findest du Jeros? Jeros? Das ist ein guter Name für solch ein Kind. Mir gefällt er. Mir gefällt er auch sehr gut. Diesen Namen hast ja auch du ausgesucht. Ja. Hallo, mein Ehemann. Wie geht es Jeros? Er schläft tief und fest. Das habe ich mir gedacht. Es war hier so ruhig. Ja, die Ruhe tut gut. Wenn man kein schreiendes Baby... dieselbige stört, ne? Du hast Probleme, ihn ins Bett zu bringen, oder? Du doch auch. Was war das für ein Geräusch? Das kam aus dem Kinderzimmer. Ich gehe nachsehen. Du bist Idura. Ich habe dein Baby. Was machst du da? Befehle von oben. Wer hat dich beauftragt, so etwas zu tun? Doch nicht Gardes, den haben wir besiegt. Nein, nicht Gardes. Wer dann? Komm zum Leuchtturm im Norden und finde es heraus. Maxim, unser Baby. Ja, ich weiß, wir müssen schleunigst zum Nordleuchtturm gehen. Ja, wenn ihr nun gedacht habt, dass das Spiel zu Ende ist, weil es ja solche Zwischensequenzen gab, die normalerweise ja in einem Abspann vorkommen, dann habt ihr euch getäuscht, denn es geht weiter. Bevor ich es vergesse, möchte ich Seda mit dem Zauberbikini ausrüsten, der ja doch eine ganz schöne Ecke an Abwehr beiträgt, ja. Und die wohnen in diesem Haus, falls ihr euch dran erinnern solltet. Als ich das erste Mal in Pandoria war, da stand dieses Haus zum Verkauf bereit. Und die beiden hier scheinen es gekauft zu haben und wohnen nun darin. Also man hat in diesem Spiel ein eigenes Zuhause. Nur kann man in diesem Zuhause nicht übernachten. Doch! Doch! Das ist das erste Mal, dass ich das überhaupt ausprobiere. Man kann... Ja, toll. Ich wollte eigentlich nach unten gehen. Also, runterdrücken. Ich habe nach unten gedrückt eigentlich, aber irgendwie funktioniert das nicht. Will ich nochmal übernachten? So. Okay. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe das auch noch nie ausprobiert. Ich habe es jetzt einfach mal so um zu zeigen, hier, man kann nicht übernachten und man kann es ja doch. Okay. Dann hat sich das geklärt. Ja. Gardes ist zwar besiegt, aber Idura ist ja noch unter den Lebenden. Das heißt, wir haben immer noch einen Feind, der uns das Leben schwer macht. Und es ist nicht nur Idura, sondern irgendeiner hat ihn ja auch beauftragt. Tja, und Idura hat jetzt Maxims und Selans Baby gestohlen, also Jeros, so heißt ja deren Baby. Wie ihr ja in den Zwischensequenzen sehen konntet, haben die beiden geheiratet und haben ein Kind gekriegt und sind jetzt eine glückliche Familie. Ja, nur ist Jeros entführt worden. Und wir müssen Jeros wiederholen. Das wird aber erst im nächsten Part angegangen. Wir werden jetzt erstmal speichern gehen und diesen Part beenden. Der war ja sehr ereignisreich. Die Story ist sehr weit vorangetrieben worden durch diese Zwischensequenzen. Ja, Tia ist nicht mehr dabei, Guy ist nicht mehr dabei, Deka ist nicht mehr dabei. Schade. Gut, Tia, das kann man verstehen. Sie hat es aufgegeben, um Maxim zu kämpfen. Sie hat auch eingesehen, dass sie mit Maxim nicht glücklich werden kann. Er hat ja jetzt auch Selan. Selan ist ja jetzt seine Frau.
Tja, aber Guy und Deka könnten doch eigentlich wieder mitmischen. Die sind jetzt nicht da. Schade. Gut, müssen wir eben erstmal zu zweit durch den uns bevorstehenden Turm kämpfen. Also, das wir jetzt mal speichern und ja. Dann geht's im nächsten Part weiter. Dann werden wir uns auf den Weg machen, um Hieros zu befreien. Seid gespannt. Bis dann und tschüss.